Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja Leute, wie ihr seht, ist ein Tag mehr vergangen als wie bei der letzten Folge. Ich habe ja gesagt, ich werde einen Farmtag einlegen und ein bisschen was abreißen, das habe ich auch getan. Ja, und ich zeige euch einfach mal die Ausbeute. Hier sollte noch Eisen einschmelzen, wie ihr seht. Ein bisschen was habe ich auch noch liegen. Ich hatte, glaube ich, etwas über einen Stack, also etwas über 6k Eisen hatte ich gefarmt. Ansonsten habe ich hier Gunpowder angeschmissen gehabt. Ja, perfekt. 1175, also so 2400 knapp hatte ich Potassium und Kohle gemacht. Hier habe ich schon mal ein bisschen Sand noch gemacht. Ein paar Steine haben auch noch liegen, aber den Concrete, also den Zement, den ich hatte, hatte ich schon überwandelt in Concrete. Also, wo habe ich den Stein her? Also, das kann ich euch auch mal eben zeigen. Hier habe ich so auch markiert. Hier ist ein Kohlemine, wo er mir gesagt hat, da unten ist noch Kohle. Ansonsten, wenn wir hier mal langfahren, hier habe ich ganz viele Sachen weggehakt. Und da seht ihr überall jetzt hier so Vierecke. Da habe ich überall die Löcher zugemacht. Ansonsten habe ich hier noch ein Army Camp gefunden. Das habe ich gleich mal markiert. Das können wir uns bei Gelegenheit dann mal snacken. Und Stein habe ich einfach ganz stumpf hier einfach erstmal einen Schacht nach unten geballert. Bis zum, wie heißt das? Ihr wisst, was ich meine. Bedroll Gedöns Background hier. Letzter Stein hier. Geht's nicht weiter. Also, ansonsten habe ich jetzt hier schon mal angefangen, so ein bisschen. Ja. Einfach, da werde ich nachts, wenn ich Steine brauche, einfach runtergehen und Stein machen. Das ist der ganze Sinn dahinter, weil aus normalen, diesen kleinen Stein, da muss ich auch noch überlegen, ob ich das vielleicht nochmal ändere, da bekommt man ja kaum Steine raus. Also da bekommt man aus einem normalen Stein, für Felsen, den man draußen so hackt, bekommt man mehr Stein als wie durch diesen kleinen Ressourcenstein, der 3 Stufen hat. Komplett lächerlich. Ansonsten, ihr seht, ich habe hier die Tür rausgenommen, die mittig war. Ich habe hier zugemacht. Hab jetzt hier, ja, ich muss die Türen natürlich wieder alle aufwerten. Haben jetzt hier 4 Türen drin. Ich habe hier ein bisschen mehr Platz gemacht. Das ist ja schön, dass du mir hier ein Error raus hast. Ein bisschen mehr Platz gemacht. Ja, wie ich ja schon sagte, wenn ich hier irgendwie was Sprengiges durchwerfe. Ja, ich könnte hier sogar noch Platten dran setzen, sehe ich gerade. Das sollte ich auch tun. Aber da hole ich erstmal gleich, wo ich habe ja eigentlich ein bisschen Konkret. Ja, hier geht es natürlich schon nicht mehr, weil da ist die Tür, ne? Ist klar. Ich könnte hier aber sogar auch die Vierecke vorsetzen. Aber ja, keine Ahnung, ob das sinnig ist. Ich glaube eher nicht, dass das eher so wie es ist dann. Wie gesagt, hier haben wir nochmal einen extra Schutz dann. Das müssen wir gleich aufwerten. Ja, und ich habe hier die Dinger rausgehauen an der Seite. Auch wenn's, wenn man es gar nicht sieht im Endeffekt. Ich habe jetzt hier diese Blöcke gesetzt halt. Einmal längs, einmal quer. Ihr seht, dadurch haben wir hier ein bisschen mehr Platz. Beziehungsweise ich sehe viel besser die Tür. Na, die war ja sonst immer nur so zur Hälfte hier. Das ist mit den beiden Blöcken auf jeden Fall viel, viel besser. Ja. Das ist der Aufbau, den wir austesten werden. Ich hoffe, es kommt noch ein Zombie jetzt mal hier. Ob der dann auch wieder schön rumläuft hier. Weil jetzt haben wir natürlich ein paar Eisentüren, bis er zu mir kommt. Ja, die wir auch noch aufwerten müssen, wie gesagt. Und hier muss ich noch mit Concrete aufwerten. Da habe ich jetzt auch schon eine Tasche. Ich hätte mal einen Hammer mitnehmen sollen. Da habe ich sogar auch eine Tasche. Dann ist ja eigentlich alles gut. Brauche ich. Ach ja, Holz muss ich machen. Holz ist jetzt out of order hier alles. Das nehmen wir noch mit. Und wir nehmen mal ein paar Blöcke mit für draußen. Ja, können wir ein paar mehr mitnehmen. Gucken, ob wir draußen vielleicht noch ein paar Torchis hinballern. Ansonsten, wie sieht's aus hier? Ein bisschen Hammer da. Ein paar Gläser habe ich auch angeschmissen, wie ihr seht. Ich würde sogar noch ein bisschen anschmeißen. Perfekt.
Ja, ist die Frage, mache ich jetzt schon mal Sand auf Vorrat? Ich könnte natürlich auch Zement machen. Müsste ich aber mal diesen Dingens bauen, diesen Mischer. Naja, egal. Machen wir erstmal das hier ready, würde ich sagen. Hier fehlt natürlich noch die Plate, warum auch immer. Zack. So, dann muss ich mal eben gucken, wie ich hier in den Block komme. Ja, das sind hier 5000 Blöcke, wie ihr seht. Das sind die Originalen. Immer nur eine andere Farbe, sonst hätte ich die auch noch ausgetauscht. Alles 5000er Blöcke, das ist alles gut. Ja, ich könnte hier noch eine Tür hinmachen. Ja, aber jetzt für die Horde würde ich die Tür eh aufmachen. Aber ja, klar, da kann ich nochmal später eine Tür hin. Hier habe ich jetzt doch wieder so rumgesetzt. Ich habe ja gesagt, wir könnten das eventuell zubauen. Ja, dann hätte ich die Tür hier verzichten müssen auf die Tür, beziehungsweise auf diese Tür hier. Was dann wieder doof ist, weil ich hier halt auch nochmal so ein Fenster habe. Ja. Ich habe mich dazu entschieden, die Tür doch so umzusetzen, aber die blockiert natürlich den Block jetzt hier. Ne? Ich kann jetzt hier natürlich nichts hinsetzen. Ne? Also ich kann es nicht zumachen. Allein auch, weil ich jetzt hier noch überall die Plates dran habe. Also müsste ich auf diese Tür verzichten hier. Dann könnte ich sagen, ja, ich baue es zu. Aber ja, ob das dann sinnig ist, I don't know. Ich weiß es nicht. Probier es einfach so aus und wie gesagt, wenn sie durchkommen, gehen wir halt nach oben. Es ist natürlich da ein bisschen schade, dass sie vielleicht gar nicht hier auf diese Wände gehen. Aber das müssen wir halt einfach ausprobieren. Anders geht es halt nicht. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie weit ich mit meinem Eisen komme. 20 kostet das. Das sieht doch ganz gut aus. Das wird doch noch reichen. So, ich werde jetzt auch gleich noch den Repair-Block bauen, weil ihr seht, hier ist alles so ein bisschen angefragt von meinen Pipe-Bombies und so. So, ich könnte jetzt hier sogar noch eine Tür reinmachen, wenn ich nicht die Platte gesetzt hätte. Dann mache ich das noch. Dann haben wir, weiß ich nicht, 6 Türen oder was. Da haben wir auf jeden Fall genug Zeit. Ja, und ihr seht, das geht schon ganz gut mit der Tatsanaxt hier, ne? Läuft schon. Punkte können wir auch noch vergeben. Ich habe irgendwie 2 Level gemacht durchs Farm oder anderthalb so rum. Ja. Das geht schon alles. War doch jetzt nochmal eine Eisentür direkt. Und die noch hier rein. Und dann ist doch gut. Dann schauen wir einfach, was passiert. Aber dann bin ich soweit fertig. Ich werde da noch aufwerten, die Wände. Ja, das haben wir ja gesagt. Alleine wegen des Leveln. Wahrscheinlich werden die Zombies da gar nicht hinkommen. Aber es kann natürlich sein, dass es jetzt zu viele Türen sind. Von der Blockstärke her, keine Ahnung. Das müssen wir halt sehen. Aber das Gute ist, dann kann ich zur Not einfach 1, 2 oder 3 Türen aufmachen. Das sollte dann ja trotzdem gehen. Wir werden es sehen. Wir werden es einfach ausprobieren. So. Und den Repair-Block muss ich gleich bauen. Ich vergesse, dass die Tür noch baut, würde ich sagen. So, wir haben 1, 2, 3, 4. Das ist ja nur die Sicherheit. Wenn die hier sind, werde ich mich schon direkt verpissen. Weil das macht keinen Sinn. 4, also 5 Türen habe ich dann. Für die zweite Horde könnte das dann echt easy peasy gehen. Ne? Später, ja, wahrscheinlich nicht mehr. So, 10 Mechanical Parts, 5 elektrische Parts und eine Batterie. Was habe ich jetzt gesagt? Mechanical Parts und Electrical Parts. Electrical Parts. An der Werkbank natürlich. 8 Minuten. Wir haben ihn mehr. So, ansonsten haben wir Schießpulver gemacht. Da können wir natürlich schon mal direkt. Wie sieht es denn munimäßig aus hier? Ich habe gerade immer wieder keinen Überblick.
Jetzt haben wir, wie sieht's denn waffenmäßig aus? Double Babel. Wow. Okay, Leute, das sieht nicht gut aus. Das muss ich mal eben fixen. So, da bin ich wieder. Ja, I don't know, was das war. Ich habe jetzt mal den Mod geupdatet. Improved Hordes. Erklärt vielleicht auch. Oh, jetzt steht's doch hier. Improved Hordes on the Horde Oculus 5 Spawning. Gamestat 44, Startposition 1. Horde Sites 4. Ja, es ist halt 7 Days, macht so viele Mini-Updates, ey, das ist halt super nervig. Und dann, ja, merkt man das halt erst, wenn ein Fehler kommt, dass es vielleicht ein Mod-Update gibt. Naja, schauen wir mal. Aber vielleicht erklärt das auch, warum wir beim letzten Mal so wenig Blöcke hin, ne? So wenig Wanderohren gesehen haben. Ja, ihr hört die Hühner gackern vielleicht. Sag ich euch gleich mal. Hatte die ja eigentlich oben stehen. Da stehen sie nicht mehr. Weil diese Kühnviecher extrem laut sind. Auch die sind einigermaßen laut, aber das geht noch. Ja, das geht jetzt mittlerweile. Hat dann da meine Einstellung ein bisschen geholfen. Oh, wir können auch sammeln. Ja, da ist die Horde, Alter. 4 Rehe, war das. 5 Eier. Ja, geil, keine Federn, leider. Okay. Ja, ich meine, wenn die hier schon eine Horde für mich spawnen. Friendly Horde. Wow. Die Hirne mal ruhig. Die anderen drei. Dann snacken wir uns die natürlich rein, ne? Jetzt habe ich natürlich kein Messer mit. Komm, ich hole schnell ein Messer. Ja, aber gut, das scheint ja wieder zu funktionieren. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, der Mod ist halt, der Horden-Mod, habe ich eigentlich auch kein Messer in der Tasche. Ist halt dahingehend viel, viel geiler. Erstens, weil zwischendurch einfach auch mal Larifari-Horden kommen, wie so eine, ihr seht da, so eine Rehhorde oder eine Schweinehorde oder sowas. Aber der eigentliche Trumpf von dem Mod ist, dass er sich den Game Stage anpasst, ne? Sonst war es ja so, dass ich Wanderhorden erstellt habe, wie zum Beispiel 20 Hunde. Ja, und diese 20 Hunde konnten dann halt zufallsgeneriert an Tag 1 kommen. Ne? Ja. Das geht dann halt jetzt nicht mehr. Sind die jetzt hier reingegangen oder was? Den hatte ich noch gar nicht gelootet hier, ne? Was die Hölle los jetzt? Finde. Die spawnen natürlich auch irgendwann Wanderhorn, ne? Jetzt habe ich auch noch gesehen, dass sie den Mod auch noch erweitert haben, diesen Wanderhorden-Mod. Das heißt, man könnte jetzt sogar einstellen, wenn man mit drei Leuten spielt, dass die dreifache Menge halt spawnt. Ja, aber jetzt höre ich die auch nicht mehr. Jetzt höre ich die echt erst, wenn ich hier bin. Ja, ganz leise hier. Ist okay. Ja, komm, ich mach's eben. Okay, sonst nerven wir. Machen wir uns nicht vor. Ja. Jetzt mache ich aber trotzdem erst hier ready. So,
Hier wollte ich erst noch die Reihe aufwerten. Machen aber erstmal hier die Ecke. Das ist schon mal safe. So, hier kann ich auch durchsmischen. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es so klappen wird. Ja, das reicht auch. Wir müssen nicht ganz oben. Müssen wir die auch noch auf. Können wir, wenn wir irgendwie leveln wollen, können wir ganz oben auch noch aufwerten. Ich denke, so drei hoch sollte eigentlich durchaus reichen. Obwohl, die Ecken habe ich jetzt auch gemacht. Die werte ich jetzt noch nicht auf, weil vielleicht hole ich diese anderen da auch nochmal aus. Wenn die halt echt rumlaufen, ist es halt jetzt im Moment eigentlich verschwendete Mühe. So, wie sieht's denn aus vom Level? Wie sieht's mit unserem Concrete aus? Ach, scheiß drauf. Dann ziehen wir's durch hier. Kann ja nicht schaden. Weiß ja nie. Kommen jetzt eh noch Platten dran hier. Ich weiß nicht, ob ich die Platten so mache, dass ich sie aufwerten muss, oder baue ich sie gleich aus Concrete. Überlegen. So, was sagt denn unser Repair-Block hier? Er sagt, er ist fertig. Ja, wo baller ich den denn jetzt mal hin am besten? Einfach hier hinsetzen. Ne? Hört er ja keinen. Ja, natürlich, wenn er eingebaut wäre, aber. Beauty Pear Block ist natürlich auch ein Mod. Was tut er? Ja, so wie er heißt. Er repariert, ne? Man haut halt einfach Ressourcen rein. Natürlich die Ressourcen, aus denen man gebaut hat. Und dann schaltet man das Ding einfach ein. Gesagt, dann schaltet man das Ding einfach ein. Aha, er braucht ein bisschen. Und jetzt sehen wir, wenn wir jetzt runtergehen. Er ist natürlich sehr langsam, ne? Ihr seht's ja. Und jetzt seht ihr hier, der macht so einen gelben, der markiert den Block. Hier. Und dann repariert er den automatisch. Hammer nehme. Hast du noch mal einen Rahmen hier in der Ecke? Ich sehe gerade leider nicht, wo er markiert. Vielleicht hat er oben markiert irgendwas. Ja, aber der macht jetzt so seine Sachen, ne? Und repariert halt alles durch. Wie ihr seht, es geht nicht schnell. Es ist nicht so, dass er während der Horde irgendwie durchgehend repariert oder sowas. Das klappt natürlich nicht. Das soll auch gar nicht klappen. Gut. Ansonsten haben wir hier noch Holz. Ich habe normale Leiter genommen. Ich dachte, das wären so Blöcke. Gut, wir werden jetzt die Platten setzen. Wie sieht es denn punktemäßig aus? Dann machen wir erstmal das. 3. 3 ist ja schon viel. Ich hätte halt schon Bock, so auf früh auf Fahrzeuge zu gehen, ey. Aber hier bin ich natürlich auch noch gar nicht, ne? Im Start. Vom Landleben haben wir 1. Mal eben ganz kurz durch. Sprengmeister haben wir einen drin, das ist okay. Schlösserknacken haben wir einen drin, passt. Altstoffsammlung. Man könnte halt für Quests noch machen, aber pff, nee, das war nicht im Solo, ey.
Ansonsten könnte ich natürlich jetzt hier weiter auf Stärke gehen, ne? Zur Ausdauer haben mehr. Ich glaube, das mache ich auch zuerst. Ist auch im Hinblick für die Horde, glaube ich, ganz gut. Ja, mache ich auch. So, ja, dann werde ich die Dinger setzen. Wie viel Concrete Mix habe ich denn? 800. Ich kann natürlich auch in der Forge noch erstmal ein bisschen was anschmeißen. Oder kann ich einen Mischer bauen? Warte, ich guck mal. Pulvermixer hier. 4 Federn und ein Motor. Da sollten wir doch nicht gehen. Ist zwar scheißen laut das Ding, aber können wir anschmeißen, wenn wir nicht da sind. Da werde ich die nämlich aufwerten, da leveln wir halt einfach durch, anstatt dass ich die Blöcke nehme. Dann können wir die Blöcke, können wir uns aufheben für später, wenn wir bauen gehen wollen, dann ist das Level nicht mehr ganz so wichtig wie jetzt am Anfang. Ne? Der braucht 3 Minuten, wir werden derzeit mal ein bisschen Holzen machen gehen. Vielleicht auch mal zeigen, wo ich da rumgewuselt habe. Hier ist noch unser Loch von Dingens. Ja, ja, ihr seht es auch schon, ne? Weil die Dinger zugemacht haben. Davon haben wir jetzt ein paar auf der Map hier. Davon haben wir ein paar auf dem Map. Ja, ich weiß, ich schlöre das ganze Zeug mit hier. Wir dürfen mal jetzt nicht sterben. Nur mal ein bisschen Holz, dass ich da eben dann die beiden Platten da, was ist die beiden Platten? Die Platten an den Wänden aufwerten kann. Sonst werde ich mir mal einen kleinen Wald hier hinten anlegen auch. Dann halt einfach hingehen können und den abhauen können. Ja. That's the plan. Ja, und heute werde ich wohl so gerade eben schaffen hier in der Aufnahmesession, denke ich jetzt. Ich hoffe, dass ich dann noch fit genug bin. Zu müde bin. So nach der Arbeit und so ist das ja immer so eine Sache. Ne? Ja, kommen wir noch einen kleinen hier. Und dann würde ich jetzt erstmal das Gunpowder anschmeißen, auch noch eben schnell, dass ich auch Inventar ich hält. Ich muss mal gucken. Ein paar Pipebombs wahrscheinlich. Aber wir hatten doch auch hier die Kontaktgranate gelernt, ne? Ja, das Schöne jetzt so an dieser Bauweise ist, ich muss ja hier auch nicht immer alle Türen zumachen. Reicht ja, wenn ich zwei zumache. Die erste und die letzte. Das sollte ja passen. Okay. Ohne und das. Und bei dem anderen brauchen wir Eisen, Mechaniker, Parts und Federn. Ich. Dieses Eisen habe ich halt auch kaum wieder. Gut, dann fangen wir erstmal mit Pipies an. Dann machen wir mal 40. Ja, ich brauche halt Eisen, ihr seht ja. Also wir haben hier ein bisschen Eisen. Ich kann hier mal 100 Rohre machen. 200 Eisen. Pfeile habe ich, oder? Ja, Pfeile haben wir. Das Eisen nämlich komplett dafür nutzen. Ich habe natürlich hier auch noch ein bisschen Eisen. Ich habe aber immer lieber immer ein bisschen was liegen eigentlich. Aber wir können ja noch mal
15, das ruhig reinballern. Beaver sind fertig. Das sieht gut aus. Unser Ding sollte jetzt auch fertig sein. Perfekt. Ja, den stelle ich jetzt einfach hier hin. So, da brauchen wir nämlich nur Steine und Sand. Das haben wir extra liegen. Und natürlich brauchen wir was zum Burnen. Weil natürlich triggert das auch die Heatmap, ne? Hier 1000. Ja, ihr hört schon, das ist ziemlich laut. Aber ja, müsste man dann halt ein bisschen außerhalb stellen. Dann mache ich hier noch mal 1000 Sand. Und dann passt das sogar genau, ne? Dann brauche ich 2000 Steine. Ja, kaum gesagt, da sind sie schon da. Screamer Ladies. Ah, 3000. Ja, das war immer zu dritt. Ja, die können wegen mir immer schreien. Einmal. Nur einmal. An, bevor sie tot ist. Mal ein bisschen was spawnt hier. Die Looten zu. Anscheinend eine lebt aber noch, aber die ist drüben, wenn die sieht uns halt nicht. Ich gehe mal hoch. Ist sie bei den Hühner oder was? Da hinten, guck mal. Da sind wir noch geschrien, es kommen auf jeden Fall ein paar zum Bösen. Okay, dann gucken wir mal, was sie jetzt machen. Erstmal geil auf diesen Bikes. Die laufen jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Ja, es kann halt sein, dass die Eisentüren zu stark sind jetzt. Aber die anderen laufen schon rum, ne? Ja. Hier aber natürlich auch keine Pipebombs mehr löschen. Ja, aber ihr seht, das klappt super hier. Ja, da habe ich jetzt, weil ich da so weiter habe, aber da könnte man halt schön dann ich da so 20 Zombies reinpacken. Kann man da schön eine Pipebomb reinzimmern. Ja, ich glaube, ich werde die auch nochmal rausballern hier, die Blöcke. Kann ich ja nachts machen. Die läuft zum Beispiel jetzt nicht rum. Aber ist ja auch kein Thema. Doch Gas, ey. Warte, ich probiere jetzt mal was. Jetzt geht er halt nicht mehr dahin. Er will jetzt zur Tür wahrscheinlich. Ja, der läuft auch gerade rum. Zumacher. Kommt er auch wieder. Okay. Dann geht das echt nach Blockstärke. Ja, da müssen wir mal gucken, ey. Ich meine, das ist ja auch kein Problem. Ich kann ja während der Horde. Wir können ja so arbeiten. Ne? Weil. Mutti, komm doch mal. Stückchen näher. Ja, back ruhig mal. Damit du dich hier durchbackst. Ich wusste ja gar nicht alle Türen zu haben.
sobald da eine Tür fällt hier vorne. Ja, ihr seht, das ist, die steht jetzt zu weit vor. Aber dann kriegt sie ins Gesicht. Wenn eine Tür fällt, haben wir noch eine, und wenn die erste fällt, dann mache ich halt die zu. Aber dann haben sie immer nur zwei Türen als aktuellen Dingens. Ja, nice. Gut, haben wir das auch geklärt. Perfekto. Guck jetzt gerade mal. Eigentlich könnte ich die schon aufwerten hier, die Birke. Hier habe ich auch die so rum dran. So, jetzt erstmal machen wir Platten jetzt. Aber ich glaube, wir sind auch schon wieder am Ende einer Folge. Mit dem Cut zusammen. Warte. Aber das mache ich. Ach, da hatte ich die Platten jetzt schon drin. Ich mache das jetzt noch eben hier in der Folge. So. Obwohl, wisst ihr was, ich muss eh noch mal in der nächsten Folge von außen die Platten setzen. Da kommen wir eh nicht mehr. Gehört halt dazu, ne? Bis da durch, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Wisst ihr Bescheid, lasst gerne einen Daumen da. Hilft mir enorm, und in diesem Sinne, haut rein, bis dann.